Weiter geht's. Schön, dass so viele dabei sind und hoffentlich nur geguckt haben, oh, was macht er denn jetzt? Ja, und ich habe mir natürlich jetzt ordentlich eine Aufgabe gestellt, weil wenn wir das hier wirklich alles terraformen wollen, das ist schon eine Aufgabe, ja. Dazu kommt, dass wir die Hobbystadt, die wir jetzt hier erstmal aufbauen, da müssen wir langsam anfangen, dann auch ein Feld irgendwo anzulegen, ja. Sobald wir irgendwie noch so 10 Leute kriegen, kann das langsam aber sicher mal losgehen, wenn hier nicht gleich alles abfackeln würde. Das fängt ja, es ist schon wieder mal sehr guter Start. Gut, wir haben ja zwei Jäger hier, wir haben zwei Sammler. Ist ja alles erstmal ganz gut und schön. Und sobald wir hier genug Holz haben, ja, läuft der Laden auch. Da sind ja auch ordentlich Leute unterwegs, die jetzt hier zusehen, dass wir Holz kriegen. Man könnte noch überlegen, noch einen zweiten anzubauen, weil hier hinten sind ja auch noch mächtig viele Bäume. Und da wir ja sowieso viel Holz bauen, glaube ich, wäre das ideal. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass das mit dem Lehm gut hinkommt. Wir haben noch keine Lehmgrube, ne? Die ist nicht freigeschaltet. Doch, doch, die ist freigeschaltet. Kriege ich die dorthin gebaut? Ja, die würde dort stehen. Das ist gut, das ist gut. Die steht da auch gut. Die muss auch noch nicht gebaut werden. Einfach da stehen lassen. Es geht einfach nur darum, dass ich jetzt hier am besten im Idealfall eine Straße durchkriege. Warte mal. Die soll natürlich in meinem Muster stehen. Ja, muss auch ganz schön laden heute. Auf gar keinen Fall die Jungs da abreißen. Dann nehmen wir ihn ruhig ein Stück höher, damit er ja. Wollen wir das dann so machen? Zweigeteilt, jo. Sehr schön. Dann kommen wir bis darüber. Die Frage ist natürlich, ob hier nicht irgendwo Tierchen rumlaufen, weil das wäre echt ungünstig. Gut, den stellen wir ein bisschen weiter weg. Ansonsten nimmt sich das nicht viel. Ja, einer hat gesagt, ich stelle den immer mittig in den Wald rein. Also das Gebäude muss ja versorgt werden. Ja, also die kriegen ja auch gelegentlich ein bisschen Essen. Okay, die kriegen keine. Die kriegen kein Essen. Weil die kriegen immer Essen und die nicht. Gut, dann ist es noch egaler. Weil die müssen ja trotzdem zum Gebäude das einlagern. Also ob ich das Lager bei der Stadt hinstelle, also die das Holz hier holen und dann zurückbringen oder da dann eben lagern oder wie rum. Ja. Kommt drauf an, wenn ich jetzt hier unbedingt mit dem Karren hin und her fahren lasse. Ja, ich spare also dem wieder Zeit. Also summa summarum ist das schon alles in Ordnung. Höchste Priorität. Da hinten stehen ordentlich Bäume. Ja. Abholzen. Wie im Mittelalter, Junge. Mittelalter war schlimmste Zeit. Also, wenn da schon die grüne Periode angesagt gewesen wäre, hier, aber Leute, also wir müssen ja auch den Wald aber mal in Ruhe lassen. Da hätten die nie aber was erzählt. Weil da war ja alles voll. Ja, langsam wird der Mist jetzt etwas schwierig. Da müssten wir dann auch mal was tun. Ja, machen wir, sobald da hinten das Ding fertig ist, reden wir nochmal drüber. Ja, alles ist hier gerade auf höchster Prio. Von denen brauche ich auch immer relativ viele. Handelsposten sollten wir auch schon langsam dann bauen. Es ist so viel, was wir eigentlich müssten, sollten, könnten, dürften. Wo stellen wir den hin? Der sollte schon ein bisschen außerhalb der Stadt stehen, nicht wahr? Dann würde ich ihm erstmal gelegentlich raten, hier außerhalb der Vereinigung irgendwo zu stehen. Gelände ist zu steil, das ist schlecht. Passt er da hin? Dahin? Ja, dahin geht nicht, weil da die Straße schon Knick macht. Ich würde ihn aber gerne hier hinsetzen. Aber wir können nicht alles haben. Na, da wäre er dann schon dran. Hier nicht mehr.
Das heißt, wir brauchen noch drei. Eins, zwei, drei. Also er müsste schon hier stehen. Ja, die Höhe müssten wir schon haben. Sicherheitshalber wäre er dann da. Aber ich will ihn nicht auf das grüne Geländen stellen. Ja, das ist nicht so einfach. Ihr habt immer, das ist. Wo stelle ich das Ding hin? Irgendwo. Er soll irgendwo stehen, aber ich weiß nicht wohin. Weil ich habe noch ein bisschen Zeit. Das Ding steht ja noch nicht. Aber trotzdem eine schwierige Entscheidung. Ich will ihn hierhin haben, irgendwie so. Das heißt, wir verlieren das. Kostet zwar nochmal extra irgendwie Zeit, aber was willst du machen? Warte mal, da drüben war es halbwegs eben, hier war es nicht eben. Gut. Muss sein. Muss sein, weil wir da. Das ist das schöne, grüne, saftige Gras, das will ich ja noch nutzen. Weil welche Taste muss ich dafür drücken, dass mir das angezeigt wird? Das ist das, das ist das. Irgendwo war das. Wo ich das hier mit dem. Wenn ich ein Feld ziehe, glaube ich, würde mir das auch angezeigt werden. Ja, hier. Okay, das ist gar nicht so fruchtbar, wie ich mir das gedacht habe. 54, 60. Naja, gut. Egal, wir brauchen mehr Häuser. Wir brauchen mehr Leute. Schön gemütlich immer in die Häuser setzen. Weil wenn du zum Anfang zu viele setzt, das Problem habe ich nämlich auch immer. Ja, muss ich mich auch immer dran halten. Strikt nicht zu viel aufbauen. Weil es kommen ja, es wandern ja Leute rein. Ja, und wenn du jetzt jedes Mal ein Haus baust, hast du immer das Problem. Musst neue Häuser für die Leute dann bauen, weil ja, die ja jetzt Kinder kriegen. Ja, und dann sind die Häuser schon wieder voll besetzt und mit den Leuten kannst du ja noch nicht arbeiten. Deswegen, ja, wenn voll ist, ein bisschen warten, ein paar Leute jetzt einziehen, dann wieder ein paar Häuserchen bauen, damit man immer Arbeitskräfte zur Verfügung hat. Ja, aber Schule haben wir noch nicht. Schule wird also auch noch ein bisschen brauchen, bis wir hier vorankommen. Und ich will eigentlich nicht so viel aufbauen, weil wie gesagt, wir wollen das erstmal hier ordentlich regeln, damit das dann hier vorangehen kann. Solange steht das hier alles noch hobbymäßig. Und jetzt hoffen wir darauf, dass wir genug Holz kriegen. Sägemühle arbeitet mit drei Leuten. Das müssen wir jetzt mal kurz reduzieren, damit die Jungs nicht das ganze Holz wegnehmen, was wir hier hinten brauchen. Die Straße steht ja schon, das ist gut. Wie, ihr macht jetzt hier, ne? Da ist keine Prio drauf, also dann erzähle ich euch was hier. Ja, schön mit der Schubkarre, immer gib ihm. Ressourcenmäßig, Junge. Oh, da kommen drei Plünderer. Fast aus Panik nicht drauf gedrückt. Gut, alles klar. Das geht ja wirklich noch. Ich habe ja schon gedacht, dass wirklich 10, 15 hier auf dem Schwierigkeitsgrad ankommen, weil das wäre echt heftig gewesen. Ja, mit drei, da habe ich einen Turm, dann läuft die Nummer noch, aber naja. Gut, wir brauchen unseren Düngemann. Der muss jetzt hier hin. Der soll jetzt auch, der passt jetzt auch genau dorthin. Der muss halt als erstes mitgebaut werden. Kommen wir nicht dran vorbei. Warte mal. Bevor die hier noch anfangen, irgendwas zu machen. Da sind drei Leute noch. Wir brauchen noch Leute. Da hinten haben wir noch ein gutes Lehmvorkommen, das reicht für die Ewigkeit. Aber da sollten wir trotzdem mit sparsam umgehen. Ja. Das meiste Geld werden wir wahrscheinlich erstmal mit Körben reinholen. Weil wir so viel Weidebüsche, wie wir hier haben. Wäre das ja fatal, wenn wir das nicht nutzen. Ja, da bin ich immer einer, der nachhaltig produzieren möchte,
Also wirklich eine verlässliche Quelle, weil mit Ton könnte ich jetzt auch nachher die ganzen Töpferwaren herstellen. Die bringen auch gut Geld. Gar keine Frage. Oh, da kommt die Truppe, da kommt die Verstärkung. Ja, nehmt die Straße. Komm, noch ein Holzbalken, dann kannst du losgehen. Schön fertig bauen mit dem Hämmerchen. Guter Junge. Ja, 9 Leute kommen dazu. Also genau im richtigen Timing die Häuser angefangen. Das ist schon sexy. Gut. Also ich würde sagen, die haben erstmal eine ganze Weile zu tun hier. 4 Leute erstmal rein in den Schuppen. Bändersteine liegen 5 zu 1. Reicht vollkommen aus. Das andere ist erstmal egal. Wir werden uns jetzt aber trotzdem Steine besorgen. Hier habt ihr was zu tun. Da wird das Ding nämlich abgebaut. 181 Steine, die kommen schon hin. Ja, hier sind keine Steine. Ist dann egal. Dann ist ja schon alle abgebaut. Ja. Gibt es hier irgendwo noch ein bisschen Steine? Ja, da hinten. Stemmen wir das Ding kurz rüber. Trotzdem 5 zu 1. Weiter geht's. Höchste Prio. Jetzt sollten wir auch gut vorankommen. Mit zwei kleinen Forstwirtschaften wird das hier alles recht gut funktionieren, hoffe ich. Eigentlich müssten wir, glaube ich, noch eine bauen. Aber so viele Leute haben wir nicht. Steine kommen jetzt ordentlich rein. Und dann muss er hier wahrscheinlich weichen. Fürs Erste. Ich glaube, das passt nicht, ne? Das kriegen wir nicht rein. Ich bin mir da ganz sicher, dass der Handelsposten da nicht. Doch, der passt noch. Ernsthaft, ist er so klein? Er ist so 4 breit. Ich habe den auf 5 in Erinnerung. Ah, stimmt ja, ich habe ihn ja mittig gestellt. Ach, Trottel. Würde mir aber trotzdem besser gefallen. Ist ja egal. Eigentlich nicht, aber. Stellen wir eben hier den Brunnen noch hin und reißen den ab. Der hat höchste Priorität, das ist erstmal nicht so wichtig. So, ja, mit dem Abfall, wir kommen ja hinterher. Der rennt ja schon los mit der Schubkarre, der ist ja schon. Der ist ja schon dabei. Also hier wird kein Feld entstehen. Das lassen wir alles so schön hier liegen. Hier sind so viele Rohstoffe drauf, die wir alle brauchen. Wahrscheinlich wird das Feld hier hinkommen. Jetzt hoffe ich, dass ich mich hier nicht verzähle. Also Steine werden wir jetzt erstmal genug kriegen. Das ist auch gar nicht so schlecht. Kontrollieren, ob es richtig ist. Gut, da bauen die schön die Straßen hier durch. Wunderbar. Kohlemine. Die müssen noch irgendwo abgebaut werden. Irgendwann mal hier, wenn wir die hier aufbauen. Und die macht keinen negativen Status. Die würde ich dann hier erstmal hinsetzen. Würde passen, wäre kein Problem, aber Kohle brauchen wir jetzt noch nicht unbedingt. Die werden wir hier mit den Ziegeln zusammen aufbauen, weil das eine gute Kombo halt ist, ja? Ich brauche Kohle für die Ziegel und Ton haben wir auch da, also wunderbar. Läuft die Nummer. Hier ganz, ganz viele Kräuter, ganz, ganz viele. Wie sieht's aus? Ja, mit den Häusern sind wir gut dran. Ihn haben wir. 8 Leute haben wir noch übrig. Also ideal wäre natürlich das Feld hier. Wie sieht's aus? Das sind die Jäger. Würde sich das hier noch mit dem Sammler rentieren? Das ist die Frage.
Wo haben wir denn unsere Sammelhütte? Das ist die Jägerhütte, das ist die falsche Hütte. Das ist die richtige Hütte, die Sammlerhütte. Wie viel würden wir damit reinnehmen? Das wäre momentan nur die Abteilung, das wäre ein bisschen wenig. Hier hinten sind wieder ganz viele Kräuter. Die sind zwangsläufig nicht so wichtig. Hier hinten ganz viele Kräuter, ganz viele Kräuter. Hier außen, da liegt noch schön viel, aber das wird alles, ist alles in dem Bereich, was eventuell noch verarbeitet wird. Ach, schwierig, schwierig. Fragen über Fragen. Wie bauen wir's? Das heißt mit anderen Worten, ja, das ist der 9er Quader, der fürs Haus vorgesehen ist. Dann wird wahrscheinlich das Feld hier unten rankommen. Geht nicht anders. Müssen wir erstmal so bauen. Und dann kommt hier noch eine Wirtschaftszone mit hinterher. Jetzt müssen wir natürlich hoffen, dass hier keine Tierchen sind. Dann kann das hier auch was werden. Man könnte natürlich auch ein kleineres Feld nehmen, aber wer bin ich, dass ich mich hier selber immer in Frage stelle? Gut, da haben die Jungs erstmal ganz schön zu tun. Gut ist auch die Steinvorräte, Holz, jetzt kommen wir voran. Ideal wäre hier noch eine Steinstraße, aber gar nicht alles haben. Ich finde es immer witzig, dass sie immer aus der Mitte aus anfangen, also... Ja, vom Prinzip her ist es egal, weil irgendwann nehmen sie auch die Bäume hier vorne, aber naja. Sammeln aus dem Zentrum aus, also müsste ich eigentlich, wenn ich clever bin, den so hinsetzen, dass er eben halt hier mittig das alles raussammelt. Gut, haben sogar ein Haus zu viel gebaut, aber ist alles okay. Können wir mitarbeiten? Vor allen Dingen, wenn wir jetzt hier ganz langsam anfangen, das hier Schritt für Schritt zu erweitern. Und das auch noch der größten Linie machen. Zack. Das Teil muss auch noch anheben. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie groß ich das mache. Ich will es natürlich eigentlich so groß wie möglich machen. Das Problem ist, die Zeit ist mir am Nacken. Und ich würde da schon ganz gerne so früh wie möglich hochziehen. Aber mit 60 Leuten hier zu arbeiten, ist schon nicht einfach. Ja, nahrungsmäßig werden wir noch gut hinkommen, aber sobald das hier alles ein bisschen schwieriger wird, haben wir echt ein Problem. So, die Abteilung. Die guten Mauern können wir noch nicht bauen, ne? Die können wir noch nicht. Du stehst außerhalb, das ist mir sehr wichtig. Dann überlege ich, bauen wir es so, ja. Ein bisschen sparen. Was bringt das? Das bringt eine Menge. Ja. Ob die sich verteilen können mit den Leuten an dem Handelsposten oder ob sie alle gezielt hier vorne an die Straße müssen, direkt beim Haupthaus, beim Stadtzentrum vorbei müssen, ist schon ein Unterschied. Ja, später wird hier wahrscheinlich nochmal ein Turm hingestellt werden. Ja, um die Sache nochmal ein bisschen zu schützen. Aber das hat jetzt auch mit Priorität. Und danach läuft es erstmal. Wir machen zwar nur ein Gold plus, aber was willst du machen? Ja, ich brauche meinen Düngemann, ja, den Mistsammler. Ja, und einen Turm will ich hier schon haben, zur Absicherung, falls Tiere oder so kommen im Stadtzentrum. Ja, und der andere muss ja hier das Gelände verteidigen. Weil hier wird gebaut. Immer mehr und... Ja, das alles zu planieren, ist schon eine Ansage. Gut. Jetzt hat man schönes Holz wieder verbraten.
Hier, hier ist der Prio, gib ihm. Schnell noch wieder einen zweiten ein. Eigentlich bräuchten wir noch einen dritten Holzfäller. Müssten wir hier auch noch ein Lager bauen. Hilft nicht, kommen wir nicht drum rum. Bräuchten hier noch ein Holzlager. Ideal wäre hier. Ist relativ nah an der Stadt. Ich bleibe aber meinem Muster immer stets treu. Wenn wir das Lager haben, sieht es erstmal gut aus wieder. Die müssen weniger rennen oder die Karren fahren weniger und mehr, wie man es nehmen möchte. Und dann bauen wir hier noch einen zweiten und dann läuft das. Ja, immer stets werden wir uns hier verbreiten, vergrößern. Ja, ich weiß nicht, ob wir dir helfen können, mein Freund. Was hast du? Ist es nicht irgendwo zu sehen, was er hat? Tot. So viel dazu. Ja, wir haben noch keinen Friedhof gebaut. Haben wir noch nicht. Ich tue mich damit immer schwierig, weil ich das Ding ja immer irgendwo hinstelle, wo ich es am Ende gar nicht haben möchte. Zum Anfang reicht natürlich ein kleiner Friedhof. Der muss 6x6 groß sein. Kommt das hin? Zur Not können wir noch hier hinstellen. 6x6 sind 450. 5 Steine, das sollte also hier auch hinkommen. Ja, der soll. Ach, es steht eigentlich auch so viel. Ich habe alles schon verplant. Ich habe keinen Platz dafür. Das ist alles frei hier, habe keinen Platz. 450er. Ja, mach mal. Da stellen wir ihn jetzt hin. Top, die Wette gilt. Den wird er wohl schnell gebaut kriegen. Ein Händler ist da. Das ist ja schön, aber ich kann auch nichts kaufen. Eile er sich. Hier, 28. Mach hinne, mein Guter. Bring rüber. Was können wir kaufen? Ach, wir bräuchten eigentlich auch Schuhe. Felle sieht erstmal ganz akzeptabel aus. Schuhe brauchen wir auch noch, siehst du. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So aufwendig das Spiel. Ich glaube, wir spielen was anderes. Die Schuhe können recht nah an der Stadt stehen. Das stört die alles nicht. Die müssten aber eigentlich an dem Lager da stehen. Aber hier hinten soll eigentlich auch nochmal ein Lager hinkommen. Irgendwann mal. Wollen wir den hier hinstellen? Oder passt er gut? Steht relativ nah dran. Ja, irgendwelche Einwände. Näher dran wäre besser. Wir stellen trotzdem hier hin. Der passt so gut. Die passen immer so gut nebeneinander. Das Spiel ist so darauf angelegt, ne, dass du diese 6er Quadrate baust. 6x6. Das ist einfach. Das passt einfach gut. Ja, die größeren Gebäude haben dann 5x5 Größe. Dann bleibt noch eine Ecke frei. Aber das ist ja dann egal. Da kannst du ja noch ein bisschen irgendwas anderes hinstellen. Läuft. Wie viele Leute sind noch frei? 5. Das heißt, eigentlich sollten die ja noch ein bisschen bauen. Das wäre echt nett, wenn das jetzt hier mal vorangeht. Komm, wir haben genug Holz. Nichtsdestotrotz wird noch eine Holzfälleanlage gebaut. Die brauchen wir ganz dringend. Haben wir jetzt. Die Körbe sind da. Ich bin reich. 3 Körbe verkauft, denn der ist reich. Ja, natürlich. So siehst du aus. Dann will ich auf jeden Fall meine Kräuter verkaufen. Warte mal, wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Ja, ja, da können wir, da können wir. Wenn da einer kommt, Junge, dann haben wir einen Jackpot. Deswegen liebe ich das immer so, wenn du zum Anfang irgendwie Kräuter oder Weidebusch, ja, von den Sachen solltest du schon 5, 6 zu stehen haben. Ja, eins von den beiden. Die medizinischen Wurzeln sind toll.
Ja, sind aber zum Anfang nicht ganz so wichtig. Ah, und hier könnten wir noch richtig absahen. Ich würde das ganz gern noch erkunden. Ich weiß nämlich nicht mehr, was da alles war. Ah, rohstoffemäßig weiß ich, dass da mein Gold war und dass hier hinten noch ein See ist. Hier ist irgendwo ein See und hier ist mein Gold. Das weiß ich. Das ist auch so ziemlich alles, was ich weiß. Jetzt hört hier auf. Piu, 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 piu. Jawohl. Und da hinten sind irgendwo wilde Tiere. Ja, ihr müsst das erstmal leer räumen. Ja, das ist, da arbeiten wir dran. Jetzt steht das Lager. Das ist gut. Eine schwere Aufgabe. Aber wo kommen die denn alle her? Da kommt noch ein Bär. Ja, gut wäre es jetzt, wenn wir hier natürlich noch einen Wachposten irgendwie aufbauen könnten. Haben wir nicht, können wir nicht. Schade. So, das Teil steht. Ich glaube, wir haben keine Arbeiter mehr dann, wenn wir das Ding jetzt voll besetzen. Das muss aber auch noch nicht. Weil die arbeiten hier direkt vor Ort. 1 zu 1 können hier die Steine, können alles wunderbar abbauen. Haben direkt ein Lager daneben. Das wird jetzt helfen. Wirtschaftlich wieder ein bisschen an Material zu kommen. Wahnsinn, wie viele Kräuter es hier gibt. Du stehst genau außerhalb. Das heißt, wenn wir den... Ich überlege gerade, wo ich den hinstelle. Ich liebe es immer, wenn alle Lager so ein bisschen auf einem Haufen stehen. Also nicht wundern. Weil das eine Lager kommt jetzt halt. Das ist das Falsche. Der Rübenkeller kommt jetzt nämlich hier genau noch hin. Jetzt kommt jetzt nur noch die Frage, ob hier oder nach oben. So würde mir aber auch erstmal passen. Hier ist der Prio. Immer gib ihm. Steine sind direkt in der Nähe. Also sollte das alles kein Problem sein. Dazu kommt jetzt nahrungsmäßig die neue Sammlerhütte, die dann quasi hier in der Nähe ist. Muss erstmal ein bisschen laufen, aber wenn wir das hier wieder vollenden, kommt hier noch das große Lager dann daneben. Das muss aber dann auch wieder geschützt werden, sonst ist das alles schlecht. Oh, wie schnell jetzt gebaut wird. Mein lieber Herr Gesangsverein, jetzt geht's aber los hier. Wunderbar, mein Guter. Du bist hier direkt im Einsatzgebiet und sollst hier alles einsammeln, was hier so abgeht. Vor allen Dingen die Beeren. Kräuter sind momentan nicht ganz so wichtig. Ein paar Eier hat er auch noch. Hat er zu tun. Natürlich perfekt im Winter an, ja, eingebaut. Ja, gut, dann machst du jetzt kurz Pause. So viel Zeit muss sein. Im Winter braucht er keine Beeren sammeln. Das macht wenig Sinn. Gut, wer kann verkauft werden? Wir hätten genug Weide, aber ich glaube, das ist nicht viel wert. Ah, das füllt sich ja wieder auf. Schade ist es eigentlich, dass wir nicht an die Eier rankommen, aber selbst wenn wir an die Eier rankommen würden, bringt uns das alles nichts. Ich suche übrigens immer noch dieselben Häuser. Das ist einfach ein Fetisch. Den habe ich mir so angewöhnt. Also nicht wundern, wenn ich hier beim Raten ein bisschen brauche. Aber wenn wir eins jetzt nicht brauchen, dann Steine. Da will ich ihn ungern schon hinstellen. Ich hätte gerne das andere Haus. Das andere. Das andere. Boah, bis dahin hat er das auch schon fertig. Ich glaube, das wird heute nichts mehr. Doch wir müssen geduldig sein, dann dauert es nicht so lang. Oh Mann, ey.
Danke. Am liebsten hätte ich ja noch einen 1. Ja, jetzt läuft's. Danke, gleich 2. Wunderbar. Geht ja auch ums Geld. Freunde, wie sieht's denn aus? Ihr könnt's jetzt priorisieren. Jetzt kann's losgehen. Zack. Du darfst jetzt anfangen. Stimmt, die Pilze habe ich ganz vergessen. Wo sind denn die? Ach ja, die Pilze, die fallen immer nicht so auf, weil ich die sonst nicht habe. Oh, da haben sie schöne Pfifferlinge reingepackt hier. Hier drüben waren es Pfifferlinge. Ah ja. Ja, ich gucke da hin und dann. Oh, muss man nicht verstehen. Hier liegt immer noch ein Toter. Wer ist denn das jetzt hier? Ein Haufen Steine haben wir. Hier steht noch ein Baum. Friedhof braucht also noch ein bisschen. Wir haben die Krankheiten hochgestellt, das ist echt nicht clever. Was hat er denn jetzt hier? Skorbut, mangelnde Ernährung. Ja, da können wir jetzt auch nichts machen. Ach ja, ich liebe meine Händler, von denen ich was kaufen kann, aber nichts verkaufen. Das ist immer wieder schön. Was brauche ich denn? Nichts. Danke. Danke für nichts, danke.